großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash. Du siehst eine neue Folge von Horse Heaven. Nach dem Intro geht's los. Erstmal natürlich Kalenderbelohnung abholen und selbstverständlich nehme ich den roten Edelstein. Übrigens bei Tag 19 bin ich und ich war jeden Tag wirklich online, habe jeden Tag abgeholt. Ich bin gespannt, was da dann noch so kommt und wie viele Diamanten da noch so kommen und so. Also, was ist das denn Schönes? Ein Elite-Pferd mit Ausrüstung. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich habe heute, glaube ich, nämlich noch nichts gemacht. Ach, weil immer mal wieder die Frage aufkommt, ne? Und manche sagen, ich habe das unter dem Video schon gelesen. Aber du warst doch im vorherigen Video erst Level, weiß ich auch nicht, 20. Und warum bist du jetzt Level 21? Oder jetzt bin ich zum Beispiel auch Level 22 schon. Das liegt daran, dass ich auch spiele, wenn ich nicht aufnehme. Und ich zeige euch dann immer so die Updates, weil manche Sachen dauern ja zum Beispiel auch ein bisschen länger, ne, bis die dann fertig sind und so. Und das bedeutet, ich spiele auch immer dazwischen. Deswegen bin ich vom Level dann manchmal auch weiter. Ich zeige euch dann aber immer das, was wichtig ist, damit ihr das seht. Oh, hier ist jemand vorbeigefahren. Ja, ich möchte hier den besuchen. Nein, ja, los. Huh. Damit ich den zum Freund machen kann, ne? Gleich einladen hier. Komm her. Hallo? Hallo, ich will dich einladen. Hallo? Warum kann ich nicht einladen machen? Einladung wurde versandt. Ich kann seine Pferdchen leider nicht streichen. Da kann ich auch nichts machen. Aber Einladung habe ich ihm geschickt. Okay, dann mache ich jetzt weiter. Werbung. Was wollte ich noch? Das habe ich geerntet. Da habe ich neu angesät. Da, was ist das denn? Du hast eine Ranglistenbelohnung für Weg zum okay, anfordern. Ich könnte mir eine Werbung ansehen, das mache ich jetzt nicht. Mir wurde geholfen von einem Freund. Ganz viele Leute haben meine Pferde gestreichelt und mein Dorf besucht. Und irgendjemand hat gezüchtet mit meinem Pferd. Okay, das kann weg. Das ist nur noch die Werbung. Okay, das war das jetzt hier in Deutschland. Also du siehst, in Deutschland hat sich noch nicht viel getan. Hier steht jetzt mein Appaloosa. Und Woody steht hier auch noch. Woody ist auch noch im Wachstum. Das heißt, der wird noch gelevelt eigentlich. Ich gehe jetzt dann mal noch nach Frankreich. Oh, mal gucken, was muss ich denn hier einsammeln? Aber ich muss ganz viel so eine Apfelkuchen backen. Ich sammle nämlich gerade die Traumsteine für diese Fantasiepferde. Und da muss man ja hier immer diese Aufgaben machen. Und da muss ich jetzt Getreide anbauen und so eine Apfelkuchen backen. Das könnte ich ja hier dann schon mal gucken, ob ich da schon mal was machen kann. Einmal habe ich schon mal fertig. Müsli, Kekse, so. Also Apfelkuchen, Applecake. Da kann ich keinen Apfelkuchen, dann mache ich mal Müsli. Oh nein, habe ich nicht genug. Habe ich dafür genug? Auch nicht. Ich brauche Getreide. Die Mühle baue ich mal aus. Und da geht das Geld dahin. Ja, Honig baue ich neuen an. Apple. Neuer Apple Tree. Sehr schön. Eine Aufgabe abgeschlossen habe ich auch. Ich pflanze gleich neue Äpfel an auch. Obwohl Äpfel, finde ich, braucht man gar nicht so viele, oder? Oh, und ich muss noch ein paar. Noch 13 Stunden geht das Jagdrennen, wo man noch Punkte sammeln kann. Da muss ich gleich mal gucken, wie viele ich da habe, weil viele sind es nämlich nicht. Hier habe ich ein neues Fohlen. Das Fohlen ist ein Tennessee Walker oder so, glaube ich. Ich guck gleich mal. Oder Missouri, irgendwas. Das ist ein... Ach, ein Meren. Das sollte eigentlich was anderes werden. Ist auch nichts Weltbewegendes. Ich werde es verkaufen, denke ich. Das könnte ich eigentlich gleich mal machen, oder? Bevor ich da Weintrauben reinstecke. Liebe süße Bonnie, es tut mir leid. Du wirst wahrscheinlich verkauft werden. So, zeig mal her. Bonnie. Obwohl Bonnie hätte Tempo. Vielleicht behalte ich Bonnie erstmal noch. Bonnie möchte Weintrauben. Aber ich möchte jetzt erst noch weiter in die USA.
Als erstes und da auch gleich mal schauen. Was haben wir hier denn Schönes? So, so und so. Da ist auch ein neues Fohlen. Das zeige ich dir natürlich auch. Schau, das ist der kleine Luke. Hallo, kleiner Luke. Hier hast du ein Möhrchen. Ist der nicht süß? Der kleine Schatz. So, der ist aber auch nichts Besonderes. Ich mache dir das auf. Das ist der Missouri Foxtrot aus Stufe 1. Der hat ein schönes Tempo. Das heißt, den anderen könnte ich auf alle Fälle verkaufen wahrscheinlich. Ich habe nämlich jetzt ein bisschen in der Horsepedia mal geguckt, was ich so züchten kann. Und was mir noch fehlt, damit ich das dann alles irgendwie mal komplett habe. Ja. Und da habe ich jetzt ein bisschen angefangen zu züchten. Also, nein, ich habe gar nicht so viel Geld. So. Erstmal das Geld einsammeln hier, ne? Ah, guck mal, ich habe hier aber clevererweise schon Getreide angebaut. Gleich ist mein Speicher wieder voll, ich sehe es schon, ja. Ja, da ist der Speicher voll. Dann, was haben wir hier? Oh, der Domi hat gerade eben mein Dörfchen besucht. Schau. So, ich müsste hier aus. Ich hole mal meine Belohnung noch ab. Warte mal. Anfordern. So, und dann Tagesaufgaben. Was ist denn da jetzt dran? Verkaufe 8 rote Futter. Erreiche 1200 Meter in Mexiko. Füttere ein Pferd 3-mal. Besuche 5 Ranches von Freunden und ernte 9 Kirschen. Das ist machbar, würde ich sagen, oder? Das ist machbar. Was wollte ich jetzt? Ach ja, pass auf. Bevor ich hier jetzt Sachen verkaufe und so, wollte ich einmal hier reinschauen. Ich krieg das Pferd nicht mehr, das weiß ich schon. Aber ich will die roten Steine mitnehmen. Und jetzt muss ich gucken. Benötigt ein beliebiges Fohlen. Ein Verleger sucht nach einem süßen Fohlen für das Cover der nächsten Aufgabe. Da brauche ich jetzt halt ein besonderes Fohlen dafür. Ein beliebiges zwar, aber es sollte ein Stufe 2 Fohlen sein. Zack. Ja, habe ich noch Platz hier? Ist kein Stall frei, ich sehe schon. Na gut, ich verkaufe jetzt erstmal hier Zeug. Na, ich muss mal einen Blick auf die Uhr werfen. Äpfel, ich habe von nix eigentlich übermäßig viel. Ich brauche das eigentlich alles. Kann ich hier nicht vielleicht lieber Futter machen? Pass mal auf, einmal nach Frankreich wieder in die Bäckerei. Und dann den Rest ernten, weil verkaufen finde ich eigentlich ein bisschen doof. Das möchte ich nicht so gerne tun. Ja, Cupcakes, okay. Ist jetzt auch nicht so viel, ne? Home. Mensch! So, jetzt gucke ich mal, wie viel ich da noch ernten kann. Ich könnte mal noch füttern, dann ist auch ein bisschen Platz. Hier, Sunny möchte gerne Kirschen. Sunny, Maus, möchtest du Kirschen? Zack, zack, zack. Zack. Und noch ein Kirsche für dich. Weiter geht's. Ein Quarterfohlen könnte ich mir ganz leicht züchten. Das ist nicht so schwierig. Aufgabe abgeschlossen. Einwandfrei. Füttere das Pferd 3-mal. Gut. Was haben wir noch, was ich machen kann? Da fehlt mir Futter. Da, ich bräuchte gelbes Futter. Da. Mach mal gelbes Futter. Und hier kann ich kein gelbes Futter machen. Bau mal aus. Ja. Da kann ich gelbes Futter ernten und das dann hier gleich wieder verfüttern. Oh nein, das reicht gar nicht. Es reicht nicht, mein gelbes Futter. Hier könnte ich nochmal neues machen. Ah, jetzt fehlt mir da wieder Getreide. Komm schon, ey. So. Und gelbes Futter. Na komm schon. Gras kann ich hier noch ernten. Hier kann ich das rote Futter ernten. Da mache ich auch gleich, also das hier halt, ne? Mache ich gleich mal neues. So, da kann ich gelbes Futter und da mache ich noch so ein Eimer rotes Futter rein. Und hier könnte ich noch ein grünes, geht nicht.
ach, jetzt habe ich, oh, hab ich das jetzt gekauft für Diamanten? Und nein, das wollte ich nur nicht. Das war jetzt doof. Naja, kann ich nichts ändern. Gott, das wird eine Ich-Bauer-Herum-Folge. Ich sehe das schon. Geh weg, du. Ich will die Möhrchen einsammeln. Das wäre jetzt wirklich eine Bau- und Fütter-Folge. Aber auch das muss mal sein. Jetzt kann ich dich doch... Ach nee, ich habe es angebaut erst. Natürlich geht das noch nicht. So, das will... Da, das will auch gelbes Futter. Pass auf, da baue ich mal Mais an. Die müsste ich aber eigentlich auch mal ausbauen, normalerweise, ne? Aber jetzt gibt es hier erstmal Mais. Ja, jetzt kann wieder alles wachsen und gedeihen. Ich bestelle jetzt hier noch die Felder neu. So, davon brauche ich ja auch ein bisschen was. Das will ja der Typi dann haben. Und dann würde ich sagen, mache ich in der nächsten Folge, also morgen, das Jagdrennen so viel wie es geht. Die Folge nehme ich nämlich jetzt dann gleich im Anschluss auf. Ich danke dir sehr dafür, dass du dabei gewesen bist. Ich wünsche dir noch einen ganz sonnigen Tag. Vielleicht hast du ja auch Feiertag heute, so wie ich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Damakasch.